Hallo und herzlich willkommen zu Cardus Debate 22 mit dem Thema Open Tech for Everyone, wieso freie Technik wichtig für die Gesellschaft ist. Mit der Corona-Warn-App ist auch der Begriff Open Source mal wieder in die Medien gekommen. Aber was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Begriff und hinter all diesen anderen Begriffen, die ähnlich klingen wie Open Data, Open Access, Open Science, die man immer mal wieder hört oder hier eben im Titel Open Tech? Genau das möchte ich zusammen mit meinen Gästen Aileen, Elisa und Rami hinterfragen, beleuchten, diskutieren und vor allem möchte ich auch noch erfahren, welche Rolle eigentlich die drei in diesem Bereich spielen, denn die sind da alle aktiv und mischen mit und damit würde ich sagen, starten wir auch direkt mit unserer kurzen Vorstellungsrunde und den Start darf Aileen machen. Hallihallo, ich bin Aileen, ich bin UX-Designerin und auch Mitglied von Open Source Design tatsächlich. Ich bin vor allem unterwegs als Designerin und als Coach im Bereich Open Source, zum Beispiel als Teil des Prototype Funds, den ich auch damals mit begleitet habe. Ich war bei der Open Knowledge Foundation und bin eben schon seit ein paar Jährchen mit dabei zum Thema Open Tech, Open Data, Open Access und Science und so weiter. Und falls man sich fragt, wie wird man Designerin, wie wird man Open-Source-Designerin? Ich habe Philosophie und Logik studiert, von daher, ich weiß auch nicht, wie genau das passiert ist, aber ja, das bin ich. Ja, herzlich willkommen und damit gehen wir direkt weiter zu Elisa. Ja, hi, ich bin Elisa, ich bin eine der Gründerinnen von Superlab hier in Berlin. Aileen und ich haben uns tatsächlich beim Prototype Fund kennengelernt und wer von euch nicht weiß, was der Prototype Fund ist. Der Prototype Fund ist das erste öffentliche Förderprogramm für Softwareentwicklerinnen und Entwickler in Deutschland. Also unterstützt Leute, die genau das entwickeln, worüber wir hier heute sprechen. Wie komme ich dazu? Ich habe auch keine Ahnung, ich bin eigentlich Archäologin. Aber was mich dann weiter umgetrieben hat, ist tatsächlich diese Art von Technologie und wie wir die besser unterstützen können, damit die kleinen Bausteine, aus denen die Technologie, die wir so nutzen, zusammengesetzt ist, auch weiterhin gut und verlässlich funktioniert. Ja, auch ein herzlich willkommen an dich. Und damit kommen wir zu Rami, beziehungsweise Raphael. Ja, ich bin Raphael, im Internet auch unter Rami zu finden. Ich bin Softwareentwickler. Ich bin seit vielen Jahren in verschiedenen Open-Source-Projekten in verschiedener Funktion beteiligt. Das größte und bekannteste davon ist Pretix, ein Softwareprojekt, das ich ins Leben gerufen habe zum Verkaufen und Verteilen von Tickets für Veranstaltungen, Schwimmbäder, Museen, alles andere. Und auf dessen Basis oder um das ich herum vor einigen Jahren eine kleine Firma gegründet habe, die dieses Projekt weiterentwickelt und am Leben erhält. Und ja, genau, bin heute auch hier, um mit euch über Open Source zu reden. Ja, und das freut mich auch sehr. Genau, auch ich möchte mich ganz kurz vorstellen, damit ihr wisst, wer stellt hier eigentlich die ganzen Fragen und Co. Mein Name ist Carina. Ich bin Open Source und Open Science Enthusiastin. Schon seit vielen Jahren beschäftige ich mich privat, wie aber auch beruflich mit den Themen, insbesondere Open Source und auch Open Source Lizenzen sind so meine Steckenpferde. Aber ich werde heute sozusagen alles hinterfragen und versuchen, rauszukitzeln, damit auch unsere Zuschauer verstehen, worum geht es eigentlich, worüber wir hier die ganze Zeit reden. Und ich freue mich ganz besonders, einfach dieses Thema hier moderieren zu dürfen, denn das Ganze ist wichtig. Der Titel sagt schon für die Gemeinschaft, aber vor allem auch für NGOs wie Cardus. Cardus baut auf Open Tech, setzt da auch einiges ein, wie zum Beispiel auch das Tool Pretix, was wir gerade schon von Rami gehört haben. Auch das kam bereits bei Cardus zum Einsatz. Und für alle, die nicht wissen, was ist eigentlich Cardus, die aber trotzdem irgendwie über dieses Debate zu diesem Thema hier gestolpert sind. Nochmal eine kurze Einführung. Cardus ist eine unabhängige humanitäre Hilfsorganisation. Sie ist seit längerem in Nordostsyrien aktiv. Außerdem auch kurzfristig leistet sie medizinische Nothilfe bei Katastrophen und in Krisengebieten. Zuletzt zum Beispiel auf Lesbos. In Berlin betreibt Cardus den Crisis Response Makerspace, wo an neuen Konzepten und Equipment für die humanitäre Hilfe gearbeitet wird. Und für alle, die mehr erfahren wollen, geht einfach auf cardus.org oder wer auf dem Laufenden
bleiben möchte, zu allem, was so Neues immer da sich ergibt, der kann zum Beispiel auf Twitter dem Account cardus-org folgen. So, noch ganz kurz was Organisatorisches. Das hier ist ein Livestream. Der ein oder andere hat vielleicht gerade schon unseren ersten Versuch am Anfang noch mitverfolgt. Dies ist der zweite. Das heißt, ihr könnt Fragen stellen. Und zwar gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Zum einen könnt ihr die auf Twitter stellen unter dem Hashtag CardusDebate oder alternativ auch im Chat. Den Link dorthin findet ihr auf cardus.org/debate. Und da könnt ihr uns dann Fragen stellen, ja, zu allem, was euch rund um das Thema heute beschäftigt und ihr schon immer mal wissen wolltet. Und wir versuchen es dann so gut wie möglich zu beantworten. So viel zum Organisatorischen und den Grundlagen. Steigen wir direkt ein in unser Thema. Und die erste Frage wäre für mich jetzt eigentlich, was verbirgt sich denn jetzt alles unter dem Begriff Open Tech? Wir haben da schon gerade so das eine oder andere gehört. Open Source, Open Science, Open Design. Was ist da eigentlich alles hinter? Wer möchte da den Anfang machen? Elisa vielleicht. Ich habe den Unmute-Button so schnell nicht gefunden, wie das eben heutzutage so ist, nicht wahr? Genau, ich kann einfach mal anfangen und die anderen bitte ergänzt oder gebt eure Ideen mit rein. Also für mich ist Open, kann eigentlich auf alles zutreffen. Es fielen gerade auch schon Begriffe, die gar nichts primär mit technischen Dingen zu tun haben, zum Beispiel Open Science oder Open Knowledge ist ja auch schon gefallen. Und das heißt für mich ist Open irgendwas, vor allem die Art und Weise, wie wir Ergebnisse erarbeiten. Und zwar in einem Prozess, der kollaborativ ist, wo wir zusammenwirken können, der auch transparent ist und bei dem auch das Ergebnis transparent ist und weiter genutzt werden kann. Also so ein bisschen einlädt, das Getane fortzuführen. Und konkret im technischen Bereich heißt das dann für mich, dass der Quellcode offen ist, dass der also lesbar, dass er auch weiter bearbeitbar ist, technisch wie rechtlich. Und ja, also für mich ist das natürlich einmal eine Lizenzspezifikation, aber vor allem ist es für mich ein Arbeitsmodus und auch so eine Philosophie, die hinter der eigenen Arbeitsweise steckt. Okay, gibt es denn da sowas wie eine feste Definition oder ist das wirklich nur so ein Gefühl, sage ich mal, oder eben eine Arbeitsweise, wie du so schön sagst? Ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Definitionen von. Ne? Also manche Leute sagen gerne Open Source, andere sagen Free Software und sofort ist das schon ein ideologischer Kampf, also welche Begrifflichkeiten man da nutzt. Aber ich glaube, der enge Begriff, den Elisa gerade schon gemeint hat, ist eben, dass der Quellcode offen ist, dass man Zugang darauf haben kann und dass es auch rechtlich sozusagen weiter nutzbar wäre. Aber die breitere, beziehungsweise also nicht die notwendige, sondern die hinreichende Definition wäre eigentlich, dass man sagt, es ist kollaborativ. Also Leute können mitmachen und partizipativ eben eine Sache gestalten. Und ich glaube, dieser Unterschied, der wird noch oft vorkommen in der Debatte. Okay, Open Source wird ja auch oft mit umsonst gleichgesetzt. Zumindest ist das ja oft der Fall. Ist das denn so? Rami, du hattest jetzt gerade auch schon gesagt, du hast ja auch da eine Firma gegründet um ein Open Source Projekt. Was ist denn da mit, also kann man da überhaupt Geld mit verdienen? Ja und nein. Also es ist grundsätzlich so, dass es dem Recht nach nicht unmöglich ist, eine Open-Source-Software, ein Open-Source-Produkt zu verkaufen. Es scheitert aber meist an der Praxis, weil man das gleiche Produkt ja dann meist auch an anderer Stelle bekommt. Das war vielleicht früher noch ein Unterscheidungsmerkmal, als das Internet noch nicht so weit war und mir dann jemand eine CD zugeschickt hat und sonst hätte ich mich mühselig mir das irgendwo her besorgen müssen, sondern war das vielleicht noch sinnvoller, das zu verkaufen. Das ist heutzutage wohl vorbei. Und Geschäftsmodelle im Open-Source-Bereich sind dann meist eher um das eigentliche Werk drumherum. Also, dass ich Beratung dazu verkaufe oder dass ich sage, ich verkaufe dir, dass du mich anrufen darfst, wenn du eine Frage dazu hast. Oder ich verkaufe dir zusätzliche Rechte, was du damit machen darfst. Oder ich verkaufe dir zusätzliche Sachen, die dazu passen. Also irgendwas, was irgendwie daran andockt, entweder inhaltlich oder organisatorisch. Aber nicht, dass ich dir das eigentliche Stück Software, das eigentliche Stück Daten verkaufe.
Okay, vorhin haben wir auch das Stichwort aber Lizenzen gehört, ganz kurz. Ich glaube, Elisa hatte es erwähnt. Lizenzen kenne ich jetzt vor allem oder kennen die meisten von euch zu Hause vielleicht, dass sie zum Beispiel ihre Windows-Lizenz oder so gekauft haben. Was bedeutet denn Lizenz im Bereich Open Source genau? Also ich habe schon was gehört von irgendwelchen Sachen, die man dann erlaubt ist zu tun, oder kann dazu einer vielleicht noch was erläutern? Also Open Source ist, wie gesagt, schon ein, es gibt verschiedene Definitionen für den Begriff, aber selbst diese Definitionen, die es da irgendwie von Organisationen in dem Bereich gibt, die setzen quasi einen Rahmen. Du darfst mit der Software, du darfst sie kostenlos benutzen, du darfst sie benutzen, du darfst sie auch für alles benutzen, ohne Einschränkung des Zwecks, du darfst sie verändern und darfst du deine Veränderung auch weitergeben. Jetzt gibt es aber Open-Source-Projekte, die unterschiedliche Bedingungen daran setzen, wie du das tust. Also es gibt eben diese Grundfreiheiten, die immer gegeben sind, aber die auf bestimmte Weise eingeschränkt sind. Da gibt es sehr, sehr permissive, sehr freie Lizenzen, bei denen man quasi alles damit machen darf, solange man irgendwo im Quellcode noch den Hinweis lässt, dass das mal aus Projekt XY stammte. Und dann gibt es andere, die sind eher restriktiv, die sagen, ja, du darfst alles damit machen und darfst es auch verwenden und du darfst es weitergeben. Aber wenn du es weitergibst, das ist dann meist der Punkt, wo es die Unterscheidungsmerkmal gibt. Wenn du es weitergibst, dann muss es auch Open Source bleiben. Du darfst es jetzt nicht in ein Nicht-Open-Source-Projekt verwandeln, deine veränderte Version. Und da gibt es dann 100 verschiedene Varianten, wie das im Feinen ausdefiniert ist. Aber das sind so die groben zwei Richtungen, in die sich das aufteilt. Okay, also zusammenfassend können wir sagen, Open Source oder dieser ganze Open-Begriff ist erstmal vor allem, es geht darum, dass man eine gewisse Freiheit hat, diese Sachen zu nutzen, damit eigentlich zu machen, was man möchte. Aber es heißt, dass es aber auch Pflichten geben kann, wie dass es eben weiter offen bleiben muss. Das heißt, da gibt es dann verschiedene Ideologien, sage ich nochmal, in dem ganzen Bereich, könnte man sagen. Ja. Aber ich meine, das klingt jetzt schon so auch mit ideologisch und so, ja, das soll alles frei bleiben. Ist dann etwas, mit dem wir alles im Alltag zu tun haben, Open Source, oder ist das eigentlich so ein Nischending? Also nein, überhaupt nicht. Open Source ist wirklich überall und man sieht es manchmal sieht es, oft sieht man es nicht. Aber ein Beispiel wäre zum Beispiel gerade, dass wir über einen Browser miteinander reden. Es gibt Browser wie zum Beispiel Firefox oder Chromium, die offen sind, aber es gibt auch die Sprache, mit der die Browser miteinander reden sozusagen, TCP/IP oder OpenSSL, das sind dann Protokolle, die genauso auch offen sein müssen. Und deshalb, ja, also ich denke, es gibt da sehr viele unterschiedliche Anwendungen, aber die meisten sieht man wahrscheinlich so nicht. Ja. Du hast ja jetzt schon ein paar Beispiele genannt für Open-Source-Projekte. Raphael, Elisa, habt ihr auch noch welche, wo ihr sagt, das sind die, mit denen hattet ihr bestimmt alle schon mal zu tun oder die findet ihr besonders spannend? Wer möchte zuerst? Elisa? Ich hatte leider persönlich noch nicht damit zu tun, aber ein ganz großartiges Beispiel, wie ich finde, ist, Open Source ist übrigens nicht nur auf der Erde, sondern inzwischen auch auf dem Mars. Also der Helikopter, der dahingeschossen wurde, der fliegt unter Linux, glaube ich. Und das finde ich total großartig, weil das auch zeigt, das ist halt keine irgend so eine ganz grundlegende, simple Technologie, sondern das ist tatsächlich auch einfach Spitzenforschung, die auch immer wieder Open Source Produkte entwickelt und anpasst und nutzt. Okay, Open Source auf dem Mars. Rami, kannst du das toppen? Nicht ganz, aber also nicht in Höhe, aber in Menge vielleicht. Wenn man an Betriebssysteme denkt, dann denkt man an Windows und macOS, die vielleicht auf Laptops oder in der Zeit der Desktop-Computer die großen, wichtigen Betriebssysteme waren, die den großen Marktanteil haben und die auch immer noch haben. Aber wenn wir uns Smartphones und Tablets angucken, dann haben wir weltweit einen sehr, sehr hohen Anteil der Leute haben ein Android-Gerät und Android ist zumindest im Kern ein Open-Source-Betriebssystem. Und wenn wir uns überlegen, mit was wir benutzen unser Gerät ja die ganze Zeit im Internet und interagieren mit Servern und auf über 90% bestimmt der Server, mit denen wir interagieren, ob das jetzt cardos.org ist oder Facebook, läuft
ein Computer mit einem Linux oder anderen Unixoiden freien Betriebssystem, der die Anfrage entgegennimmt und beantwortet. Also wir interagieren damit wirklich ständig und es ist die absolute Ausnahme, dass man in großen Unternehmen, die eben solche Server betreiben, etwas ein Nicht-Open-Source-Betriebssystem findet. Das ist schon eher was Besonderes, zumindest mal in den meisten Branchen. Okay, also Open-Source umgibt uns überall und wenn wir Open-Source jetzt von heute auf morgen abschaffen würden, dann gäbe es das Internet nicht mehr eigentlich und wahrscheinlich auch noch ganz, ganz vieles anderes nicht, was wir so haben. Ist das richtig? Ja. Okay, damit sehen wir schon mal, das ist nicht ganz ohne. Open Source ist, haben wir alle mit Kontakt, auch wenn es uns vielleicht nicht immer so bewusst ist. Dann wäre die Frage, was ist eigentlich der Vorteil von Open Source? Also warum ist das überall? Oder auch diese anderen Open-Begriffe? Also hat das Vorteile? Also okay, wir haben gehört, alle dürfen mitmachen, aber ist das denn immer gut? Jeder, der mal versucht hat, ein Gruppenprojekt zu machen, weiß ja, das kann nicht immer, also nicht immer kommt das beste Ergebnis raus, nur weil man mit einer großen Gruppe arbeitet. Dem Bild von den vielen Köchen kann man vielleicht gegenüberstellen, dass halt auch, wenn man sich alleine in einen Turm einschließt und da 6 Jahre lang vor sich hin brödelt, dass da auch nicht immer das Beste rauskommt. Also wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Ich finde schon, dass das total wichtig ist, dass Dinge offen passieren. Gerade weil, wie wir gerade gehört haben, ne, uns Open-Source-Technologien oder Technologien ja generell uns umgeben, ist es total wichtig, dass nachvollziehbar ist, wie die funktionieren. Es ist auch wichtig, dass wir entscheiden können, welche Richtung wir sie weiterentwickeln wollen, was uns vielleicht Funktionalitäten fehlen oder Übersetzungen und das dann auch einfach beitragen können und machen können mit ein bisschen Know-how. Es ist natürlich auch nicht ganz so einfach, Teil von so einem Open-Source-Projekt zu werden. Und für mich hat das tatsächlich auch viel mit den Grundlagen zu tun, ob Digitalisierung und Technologisierung so gerecht ablaufen kann oder ob wir da nur die Konsumenten und Konsumentinnen sind am Ende. Mhm. Darf ich dagegen kurz pushen? Ich glaube, ja, es ist wichtig, dass aus Sicht der Menschen sozusagen die Technologie kreieren, dass wir Open Source haben wollen. Sicherlich. Wir wollen das einsehen können, wir wollen das weiter nutzen wollen und auch etwas bauen, darauf bauen oder daneben bauen oder nachahmen oder sonst was. Ne? Also das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Aber ich würde nicht so weit gehen, um zu sagen, dass die ganze Gesellschaft sozusagen unbedingt den Code verstehen müsste. Ich hatte mal wunderbar so einen User-Test gemacht und das ist ging einfach um ein Tool, das war Open Source und die haben einfach geschrieben so, oh, unsere Core Features sind, wir sind total sicher und wir sind Open Source und wir sind bla bla bla. Und die Aufgabe war, einfach alles anzustreichen, was irgendwie verwirrend war und zu kommentieren. Und bei Open Source wurde alles angestrichen, alles gehighlightet. Ja, so Open Source, was heißt das überhaupt? Und dann stand da uns so, was bedeutet Open Source? Oh, Open Source means anyone can see the code and understand it. Und dann war das in der Kommentar einfach, ja, yeah, well, I'm not a coder, ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auf der Trugschluss, ne, dass wir alle glauben, alle, die bei Open Source mitmachen, müssten mitprogrammieren können und das einsehen können und verstehen können und so mitarbeiten können. Und ich glaube auch, so gesehen, für mich als Designerin ist es manchmal auch interessant zu sagen, es ist schön, dass der Code open ist, aber am Ende des Tages müssen Normalsterbliche damit umgehen können. Und es ist vielleicht nicht so wichtig, dass eben immer jeder Teil sozusagen nachvollziehbar und ist für Leute, die nicht programmieren. Aber es gibt noch andere Vorteile, außerdem, dass man es nachlesen und nachvollziehen kann, die erst auf den zweiten Blick hervortreten. Ne? Also wir als ein Unternehmen, das ein Open-Source-Software entwickelt und an Kunden vertreibt. Die meisten, also wir machen unser Geld überwiegend damit, dass wir die Software für Kunden betreiben und 70% unserer Kunden wissen vermutlich weder, dass wir ein Open-Source-Produkt haben, noch was das Wort Open-Source bedeutet. Das ist völlig klar. Und das ist, wir tun das auch nicht als in unsere Tagline auf der Webseite, weil das versteht die Kundschaft nicht. Aber
Es kommt immer wieder dann doch in Gesprächen vor, und zwar nicht, weil wir sagen, na, ihr könnt da reingucken, sondern da geht es dann eher um Sachen, na, wir sind hier ein großes Unternehmen, ihr seid eine kleine Firma, was, wenn ihr nächstes Jahr pleite geht? Und dann können wir sagen, ja, aber unsere Software wird uns überleben. Wenn ihr auf das Pferd setzt, gibt es einen Weg vorwärts, selbst wenn wir nicht mehr da sind. Und so, und das ist ja am Ende nicht nur jetzt bei uns im Kontext kleine Firma, große Firma, das ist ja am Ende im Zweifel auch, wenn ich mir eine App für mein Tagebuch runterlade und die Person, die die entwickelt, hat keine Lust mehr, das zu machen oder ja, irgendwas passiert, dann gibt es zumindest noch die Möglichkeit, dass es irgendwie weitergeht und das ist nicht weg. Sehr spannender Punkt. Genau, es geht auch also nicht nur darum, nachzuvollziehen oder auch teilhaben zu können, sondern auch eine gewisse Sicherheit zu haben. Weil, naja, nicht nur Firmen sind nicht mehr da, manche Firmen entscheiden sich ja auch für einen Weg, den die Community oder die Nutzer vielleicht nicht so gut finden oder entscheiden auch, dass sie nicht mehr bereit sind, etwas weiterzuentwickeln. Die Community aber sehr wohl. Das sind ja Dinge, die man in der Vergangenheit immer mal, naja, wenn man aus dem Bereich kommt, schon mal erlebt hat. Aber wie wird das eigentlich finanziert, die Entwicklung? Also wir haben vorhin schon mal gehört vom Prototype Fund, der irgendwie das Ganze unterstützt und irgendwie finanziert. Aber also wie funktioniert denn eigentlich das Open Source? Also gerade wenn wir sagen, okay, man kann drumherum Geld verdienen, aber nicht mit der Entwicklung selbst. Und vielleicht macht das ja auch, also machen das alle, dass sie mit ihren Services Geld verdienen. Wie kommt da eigentlich Geld rein? Wann machen die Leute das? Wer macht das? Ja, die ehrliche Antwort ist, es funktioniert nicht besonders gut. Im Großen und Ganzen. Aber Elisa, gerne, mach du. Nee, kann ich nur zustimmen. Und genau deswegen, ne, also ich glaube, dass die Finanzierung halt nicht so klar ist im Vergleich zu Unternehmen, die einfach ein bestimmtes Produkt verkaufen, wie, ich habe keine Ahnung, Äpfel. Ja, also da ist irgendwie klar, wie das Verkaufsmodell so ist. Und gerade deswegen, denke ich, gibt es im Open-Source-Bereich auch diese Notwendigkeit, dass es da Anschubfinanzierung gibt. Also es gibt durchaus so Innovationsprogramme, wie der Prototype Fund ja auch eins ist, die so Ideen quasi unterstützen und bis zu einem ersten Prototyp, bis zu einer ersten Konzeptstudie hin. Das kann aber natürlich nur ein Anfang sein. Also die Frage ist, ob wir wirklich alle Open-Source-Produkte dann auch in einem wirtschaftlichen Bereich, wie Pretix es ja erfolgreich schafft, betreiben können oder ob es nicht auch einzelne Dinge gibt, die uns wichtig genug sind, dass die öffentlich finanziert werden müssen, auch dauerhaft öffentlich finanziert werden müssen. Das ist ein schmaler Grat, das zu diskutieren. Ich habe da auch keine ganz abschließenden Antworten zu. Aber was auf alle Fälle problematisch ist so ein bisschen diese Gratis-Mentalität von Nutzerinnen und Nutzern, solange es keine alternative Finanzierungsmöglichkeit gibt. Denn irgendwie muss sich das Ganze ja decken, die Technologien, die wir bauen. Und wenn Open-Source-Technologien eben nicht den großen Reibach zum Beispiel mit Werbeeinblendung oder Datenweiterverkauf machen wollen, denn auch das ist ja Teil dieser Philosophie, auch wenn das jetzt erstmal vielleicht nicht Teil dieser Lizenzen an sich ist, dann fehlt dann Ausgleich und werden die mit den großen kommerziellen Produkten nicht so wirklich mithalten können, einfach weil ihnen die Ressourcen fehlen. Aber heißt das, jeder Open-Source-Entwickler wird für seine Arbeit bezahlt? Nein, keinesfalls. Also wir sind mit Pretix in der glücklichen doppelten Sondersituation. Wir haben ein Produkt, das ist sehr nah am Kunden. Es gibt einen Markt dafür, es gibt Kunden, die sind bereit, dafür zu bezahlen. Und die haben auch noch Geld. So, das ist, wenn man was macht für Endkunden, ist es schon schwieriger, weil Endkunden geben sehr ungern Geld für irgendwas aus. Normale Privatnutzer halt. Aber es ist noch viel, viel schwieriger für den Berg an unsichtbaren Projekten, die unter dieser Haube liegen. Also die Einzelkomponenten, auf denen dann die fertigen Anwendungen aufbauen. Da ist es tatsächlich ganz oft so, wenn wir über ganz große Projekte reden, wie das Linux-Betriebssystem, den Linux-Kernel, dann ist das so, dass es da schon sehr viele Leute bezahlt werden, weil sehr große Firmen ein Interesse haben, dass es das Projekt gibt und dann sagen so, wir sind hier Apple, Microsoft, IBM, wer auch immer, Red Hat, wir stellen 4 Leute ein, die dürfen jetzt daran arbeiten, wir zahlen das, weil wir insgesamt mehr davon profitieren, als uns das kostet. Aber das sind auch nur die sehr großen Projekte, die damit profitieren. Und es gibt einen gewaltigen Berg an sehr, sehr viel genutzten Projekten. Es gibt ganz viele Projekte, die sind in jedem
Android-Telefon stecken die drin, in jedem Smart-TV, in jedem Flugzeug. Ne, in Flugzeugen vielleicht nicht, das ist ein bisschen ein komplexeres Thema, aber und die werden von einer einzelnen Person als Hobby in der Freizeit gemacht, ohne dass dafür irgendwie Geld fließt, weil es auch einfach kein Modell gibt, wie dort irgendwie jetzt eine Kombination passieren könnte. Und weil, ja, es gibt es ja kostenlos, warum sollte man dafür bezahlen? Okay, das heißt... Elisa, du bitte erst. Genau, vielleicht eine kurze Ergänzung dazu, weil die Zahlen einfach so krass frappierend sind. Es gibt eine Studie, die ist schon ein bisschen älter, da haben sich Forschende, ich glaube aus Brasilien, haben sich auf GitHub, also GitHub ist eine Plattform, auf der ganz viele Leute ihren Open Source Code hochladen und den so quasi auch in die Welt bringen. Die haben sich angeguckt, ich glaube 120 Produkte oder Projekte, die wiederum in anderen Softwaren verwendet werden. Und zwar heißt das, die sind also nicht nur, das ist jetzt keine Anwendung, die wir uns runterladen, sondern es sind so kleine Baustelle, die in ganz vielen Anwendungen zum Einsatz kommen. Und 2/3 davon wurden von Teams mit 2 oder weniger Personen, also 1 oder 2 Menschen, instand gehalten. Und da können wir uns vorstellen, wie fragil dieses System ist. Angenommen, einer dieser Bausteine würde brüchig, würde sich das ja fortsetzen über die ganzen Produkte, die auf ihn zurückgreifen und quasi aus ihm gebaut sind. Und das ist, glaube ich, ein Problem, dem wir uns noch nicht so richtig gestellt haben. Okay, das heißt, Open Source wird viel, sag ich mal, ehrenamtlich entwickelt, teils von großen Firmen. Die Finanzierungsmodelle ansonsten, abgesehen davon, gibt es zwar einzelne Sachen, aber sind definitiv noch nicht ausreichend, um das Ganze sicherzustellen. Und wie wir hören, teilweise baut da sehr viel von dem, was wir alltäglich nutzen, auf den Schultern sehr weniger. Und wir können sehr, sehr froh sein, dass diese Leute das betreiben, vor allem, wenn es auch noch Leute sind, die das ehrenamtlich machen. Und insbesondere, wenn wir darüber nachdenken, nochmal, was wir vorhin hatten, dass wir sagen, das ganze Internet und alles baut auf diesen Sachen auf und eigentlich alle unsere Anwendungen, alles, was wir benutzen, hat Open Source in sich, zeigt, wie wichtig das Ganze ist. Jetzt ist die Frage, okay, sagen wir mal, unsere Zuhörer sagen, ich will da unterstützen. Wie kann man unterstützen? Natürlich Code schreiben, aber wir hatten ja schon das Gespräch, nicht jeder ist Coder. Zum Beispiel Eileen, du hattest gesagt, dass du Open Design machst. Was heißt denn das zum Beispiel? Das klingt ja nicht nach Code schreiben so direkt. Nicht direkt, nein. Tatsächlich ist Open Design, kann man es unterschiedlich auffassen. Einmal ist es ganz langweilig, Design im Open-Source-Bereich. Aber es gibt natürlich auch die Variante davon, wo man nicht nur ein ganz langweiliges Design in Open-Source macht, sondern auch wirklich einen offenen Prozess herleitet. Das heißt, man würde sozusagen Meinungen abfragen, Feedback einholen und auch wirklich Leute einladen, um wirklich mitzumachen und mit an einem Produkt, ein Projekt zu arbeiten. Ich glaube auch generell in Open Source, ich weiß nicht, was die genaue Zahl ist, Elisa kann mir da bestimmt helfen, aber wie viel Prozent der Ehrenamtlichen in Open Source wirklich auch Programmiererinnen sind und wie viele davon noch nie eine Zeile Code geschrieben haben. Ich glaube nämlich, dass es bestimmt über 90% sind. Und das ist sowohl einfach ein Merkmal von Open Source, weil es eben eher Leute sind, die gerne sich technisch herausfordern wollen und das mitmachen wollen, aber auch so ein bisschen die Mentalität haben, so ich muss das machen, weil jemand das machen muss und nur weil ich es kann. Ne? Auch so ein bisschen diese Mentalität da ist. Aber ich glaube, die Kehrseite davon ist eben, dass man nicht genügend Menschen hat, die auch wirklich alles andere machen. Und Open-Source-Projekte sind wie alle anderen Projekte auch Sachen, die sowohl Design, Projektmanagement, Texte und was wir unter Marketing verstehen, also dieser ganze Bereich von wirklich Softwareentwicklung müsste eigentlich theoretisch in Open-Source abgedeckt werden, aber das tut es meistens nicht. Und deshalb ist eine Variante, wie man sich beteiligen kann, tatsächlich reinzugehen in ein Projekt und sich mal anschauen, welche Aufgaben es gibt, die nicht zum Coden dazu gehören. Und das wären einmal zum Beispiel Sachen aufschreiben, priorisieren,
Meetings irgendwie am Laufen halten, solche Sachen. Oder aber auch übersetzen, das ist eine ganz schöne Sache. Und das Einfachste, sage ich immer, das Tool nutzen und schauen, was funktioniert und was nicht so funktioniert und dann im richtigen Zeitpunkt auch wirklich Feedback geben. Ich glaube, das ist eine relativ, ich sag mal, niedrigschwellige Aufgabe, die jeder so für sich auch mal machen kann. Einfach, wenn es ein Projekt ist, das einem am Herzen liegt. Okay, das heißt, es gibt ganz viel zu tun. Da hätte ich gleich noch eine Frage, nämlich würde ich noch ganz kurz zurückstellen, was man genau alles machen kann. Du hast schon einiges aufgelistet. Du hast aber gerade gesagt, wenn was nicht funktioniert, das melden sozusagen oder das ausprobieren und so. Das heißt, wenn ich jetzt meine Lieblings-App habe auf meinem Handy und ich weiß, die ist Open Source und aber funktioniert und was, dann schreibe ich denen eine Mail und sage, tut nicht. Und dann sind die glücklich oder wie stelle ich das an? Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Varianten. Oft gibt es, wenn es ein offenes Projekt ist, ist es offen, also meistens auf GitHub oder GitLab oder einem anderen Repository. Und da gibt es meistens sowas wie ein Ticketing-System. Ein Ticketing-System ist nichts anderes als eine Sammlung von unterschiedlichen Complaints und Reports und so weiter und auch einfach die sogenannten Issues. Und da würde man einfach ein Ticket wirklich auf einschreiben und aufgeben. Es gibt sowohl die sogenannten Bug Reports. Bug Reports klingt jetzt wahrscheinlich abschreckend, aber Bug Report heißt einfach nur, ich habe hier einen kleinen Fehler gesehen und ich weiß nicht, was damit los ist. Könnt ihr mal bitte drauf schauen. Oder es gibt aber auch größere Tickets, wie zum Beispiel Feature Requests. Wenn ich sage, es wäre doch eigentlich mal schön, wenn es diese Funktion auch dazu geben würde und so weiter. Also es gibt unterschiedliche Sachen, die man machen kann. Aber als allererstes würde ich schauen, was sagt das Projekt dazu? Wie kann man am besten Feedback geben? Und meistens ist es sowas wie ein Ticketing-System. Aber da möchte ich einmal kurz eine persönliche Geschichte loswerden. Und zwar, ich erinnere mich noch sehr gut an meinen ersten Bug-Report, der keiner war. Ich habe also ein Fehlverhalten festgestellt in einem Programm und wollte das melden. Und die hatten also auch, stand, ja, du kannst hier Feedback geben. Dann habe ich da drauf geklickt. Dann bin ich auf einer richtigen Bug-Report-Seite von diesem Softwareprojekt gelandet. Und dann stand da: Belästige uns nicht mit folgenden 5 Dingen. Das darfst du uns nicht sagen. Wenn du einen Bug-Report abgibst, dann hast du diese 3-4 Seiten durchzulesen, zu überlegen, ob du ihn wirklich abgeben möchtest. Und dann bitte musst du dir auch noch einen Account anlegen und dann darfst du von ihrer Gnadenerlaubnis darfst du dann diesen Bug-Report abgeben. Ich habe also einen halben Nervenzusammenbruch bekommen und habe diesen Bug-Report nie gefeilt. Und wahrscheinlich gibt es den Bug auch immer noch und er lebt glücklich bis ans Ende seiner Tage, weil niemand ihn jemals melden wird. Was ich damit sagen will, ist, das ist alles in der Theorie schön und gut. Trotzdem sind die Hürden dann doch nicht so gering. Ich kann verstehen, wo dieser Wunsch herkommt, dass wenn Feedback kommt, dass es strukturiert kommt, dass es verständlich kommt, dass die Menschen, die diese Reports kriegen, auch nicht überflutet werden mit solchen Meldungen. Gerade weil ja so viele Ehrenamtliche da arbeiten und deren Zeit einfach echt knapp und kostbar ist. Gleichzeitig ist das spiegelt, was Aline schon angesprochen hat, ne? Die Community, die da entwickelt, ist sehr technisch und vielleicht finde ich mal das Bewusstsein dafür, auf welchem Stand und auch mit welcher Energie andere Menschen sich diesen Themen widmen und dass da einfach eine Art von Ausgleich hergestellt werden muss und es vielleicht auch Leute geben muss, die so ein bisschen Community-Arbeit machen und vielleicht mal erklären, wie ist ein guter Bug-Report? Wir suchen jetzt mal Bugs und dann feilen wir einen Tag lang zusammen Bug-Reports. Ist das nicht cool? Solche Sachen, glaube ich, da könnten alle von profitieren und die würden so ein bisschen diese anonymen Berührungsängste auch abbauen. So, jetzt muss ich mal Rami fragen, wie ist das denn bei euch? Wenn jemand einen Fehler findet, wie geht's weiter? Hui. Das ist ganz unterschiedlich. wie beantworte ich denn das am besten? Na, wenn jemand einen Fehler findet, wenn jemand einen Fehler findet, dann versucht ihn jemand zu beheben. Aber die Prozesse, die dann da tatsächlich im Hintergrund ablaufen, die sind natürlich komplex und
fällt mir gerade schwer, ein Wort zu fassen, weil das ist jetzt natürlich die Frage, man hat ja immer ein sehr begrenztes Zeitbudget zur Verfügung und muss sich dann oft entscheiden, so kümmere ich mich jetzt um den Fehler oder den, und dann passiert es natürlich auch oft, dass Dinge einfach lange liegen bleiben, weil man Dinge zu tun hat, die einen mehr interessieren oder die eine höhere Priorität haben. Und jetzt ist es bei uns natürlich auch so ein bisschen Teil des Geschäftsmodells, dass wir natürlich Dinge priorisiert bearbeiten, wenn sie von jemandem kommen, der sie uns bezahlt, als wenn sie von jemandem kommen, der uns nicht bezahlt. So, das ist mit anderen Projekten dann wieder anders. Es ist natürlich je einfacher, je besser der Bug-Report beschrieben kommt. Und ja, aber es ist im Einzelfall ganz, ganz unterschiedlich, wie das dann, was dann genau passiert. Was heißt hier besser? Besser heißt im Wesentlichen, also das Allerwichtigste ist, dass er eine genaue Anleitung enthält, wie ich ihn nachstellen kann. Und für am besten noch ein Screenshot und noch besser ein Video davon. Und wenn das mit der Handykamera vom Bildschirm abgefilmt ist und alles wackelt, dann weiß ich immer noch immerhin, welche Knöpfe in welche Reihenfolge gedrückt werden müssen, damit der Bug auftritt. So, das ist hilfreich. Okay, danke. Darauf wollte ich hinaus. Natürlich, also Fehler melden ist prinzipiell gewollt. Das ist ja die Idee bei Open Source. Allerdings muss man auch das Verständnis mitbringen, dass nicht immer sofort alles stehen und fallen gelassen wird, um jetzt diesen einen Fehler zu fixen. Man hat keinen Anspruch gegenüber dem Entwickler. Ne? Genau. Also man hat die Freiheit, es zu nutzen, aber man hat auch keinen Anspruch, dass einem Wunsch jetzt nachgekommen wird oder ein Fehler behoben wird. Genau, aber wenn man seine Chancen, sage ich mal, verbessern will, dann schreibt man nicht nur tut nicht, sondern versucht wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu geben. Was ist das Problem? Wann tritt es auf? Vielleicht sogar, wenn es jetzt irgendwie im Browser ist, mal einen anderen Browser zu versuchen, um möglichst viel Input drumherum zu geben. Das habe ich jetzt mal so aus meiner eigenen Erfahrung mit reingefließen lassen nochmal. Das heißt, da kann man schon was machen, auch als Laie, aber man muss das gegebenenfalls ein bisschen üben. Aber wir haben ja schon gehört, das ist jetzt nur die eine Art, wie man beitragen kann. Okay, also Fehler melden ist eine Möglichkeit, wie viel man da rauskommt, aber sie prinzipiell zu melden ist wahrscheinlich immer gut, dass sie zumindest bekannt sind. Aber die Frage ist, was kann ich denn tun, wenn ich sage, okay, ich nutze dieses Tool. Ich finde vielleicht auch ab und an mal einen Fehler, aber ich kann ihn selbst nicht beheben. Ich kann ihn melden, das ist ein Schritt, aber kann ich, wir haben ja vorhin schon gehört, so, okay, Design-Sachen, also da geht es wahrscheinlich dann um Logos, Webseiten oder so, aber was kann man denn noch machen? Wir haben ja schon, nein, geht's nicht, oder den Prozess, das hatten wir auch, aber vielleicht, Aline schüttelt den Kopf, die darf erstmal dazu was sagen. Das ist eine ganz interessante Sache, weil ja, tatsächlich sehr viele Leute glauben, oh, Open Source Design, ihr macht bestimmt ganz tolle Icons und Farbpaletten und Logos und so weiter. Machen wir auch, sicher, ja, es ist Teil des Geschäfts, aber ich glaube, das Wichtigste ist, und das ist auch ganz gut an der, ist gerade an der Diskussion von Feedback auch noch anzuschließen, weil oft ist es ja so, dass man erstens wenig Zeit hat, um die ganzen Bug Reports zu lesen und zweitens auch nicht unbedingt einen Prozess hat, ne? Also wie man sozusagen durch die ganzen Feedback-Sachen durchgehen kann. Diese Frage stellt man mir sehr oft so, oh, wie machen wir einen Prozess draus? Ich so, ja, bevor ihr ein Ticketing-System aufmacht, müsst ihr erstmal überlegen, wie ihr mit dem Ticketing-System umgehen wollt. Das ist eine ganz schöne Anekdote, nicht von mir, sondern von meiner Designkollegin Georgia Bowen. Einfach ganz kurz, um das nochmal zu illustrieren. Also sie hatte, glaube ich, irgendwann mal mit einem Bug zu tun. Also das wurde gefiled, ne? Und es ging darum, so, oh, dieses Datenanalyse-Tool oder beziehungsweise Visualisierungstool war das. Ich hätte gerne, ihr habt jetzt eine neue Version davon, könnt ihr bitte wieder die alte Version haben, denn ich hätte gerne einen weißen Hintergrund. Und das war sozusagen der Bug. Und dann sitzt man da so und so, ja toll, einen weißen Hintergrund. Will ich jetzt aber nicht machen. Ich habe jetzt gerade die neue Version rausgebracht, warum? Und dann muss man halt wirklich in dem Moment nachhaken, ne, und fragen, warum wollt ihr einen weißen Hintergrund haben? Und dann kam die Antwort, weil wir immer diese Datenvisualisierung für unsere PowerPoints nutzen. Und die PowerPoint, ne, um das ganz einfach zu halten, hatte man einen weißen Hintergrund und deshalb wollen wir einfach Screenshots machen. Screenshots, nichts Kompliziertes, und dann auf die PowerPoint.
Und dann haben die Leute verstanden, das heißt, ihr wollt eigentlich gar keinen weißen Hintergrund. Ihr wollt einfach eine Hintergrundfarbe, die immer zu euren PowerPoints passt. Das heißt, entweder müsst ihr eine variable Hintergrundfarbe einstellen können oder ihr wollt das ganze Ding besser exportieren können. Das können wir machen, ne? Und dieses Nachhaken und wirklich erforschen und verstehen, was die tatsächlichen Bedürfnisse sind und nicht nur, was Leute in irgendwelche Bug Reports schreiben. Ich glaube, das ist eine Designaufgabe. Und das sind auch so Sachen, wo eine Community-Manager-Rolle oder auch eine UX-Testing- oder Research-Rolle wirklich sehr, sehr viel bringen kann, tatsächlich. Jetzt muss ich nachhaken. UX, was heißt UX? UX steht für User Experience. Das heißt, alles, was sozusagen mit der mit dem Interface, mit der ganzen Erfahrung, mit den Gefühlszuständen bei der Nutzung von einer Sache, das hat alles mit User Experience zu tun. Und UX Design ist vor allem in den letzten Jahren sehr auch von empirischen Sachen getrieben. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass man sich irgendwie dahinsetzt und irgendwelche schöne Sachen irgendwie designen, sondern es geht darum, in die Welt zu gehen und Leute zu fragen und wirklich Sachen zu bauen, die Leute nutzen wollen und nicht nur das, was theoretisch funktionieren könnte. Ja. Okay, also nicht nur hübsche Bildchen malen, sondern vor allem verstehen, was möchte der Nutzer eigentlich? Und das ist in der Softwareentwicklung immer das größte Problem. Was braucht der eigentlich? Weil was er meint, was er braucht, stimmt mal. Ist meistens nicht, was er wirklich braucht. Und das rauszufinden, ist natürlich was, das muss man zwar auch ein bisschen können, aber kann man lernen. Und dafür muss man auf jeden Fall nicht Code schreiben können. Okay, also haben wir da schon mal was Spannendes. Aber das ist ja auch nochmal ein schöner Punkt für das, was schreibt man in einen Tick, also was schreibt man in einen Bug-Report, einen Wunsch? Man schreibt nicht, was man für die Lösung hält, sondern man schreibt, was man eigentlich tun will. Was man für die Lösung hält, kann man dazu schreiben, aber das ist dann die Aufgabe der Leute, die es umsetzen, die Lösung zu entwickeln. Ja. Aber kommen wir vielleicht nochmal zurück zu anderen Arten zu helfen. Vorhin wurden schon ein paar Sachen aufgelistet. Ich würde aber gerne nochmal ins Detail gehen, weil vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der sich hier angesprochen fühlt und der sagt, ich möchte ein Projekt unterstützen. Was sind denn noch so Aufgaben, die man übernehmen kann? Vielleicht auch gut zum Einstieg. Also ich glaube, was total wichtig ist, um auch so die Open-Source-Software für ganz viele Menschen nutzbar zu machen, sind Übersetzungen. Das wird auch Localization genannt, also sprich sie anzupassen, weil das ja oft nicht nur mit einer reinen Übertragung des Textes zu tun hat, sondern zum Beispiel auch eine Übertragung ins Arabische heißt auch, dass die Schrift andersrum laufen können muss. Und das hat wiederum sehr viele Auswirkungen auf das Interface-Design. Und das ist was, ne? Also es gibt Menschen, die mehr muttersprachlich sind in mehreren Sprachen oder ausgebildete Übersetzerinnen sind. Und die können das beitragen. Und das ist eine Spezialisierung, die total oft sehr, sehr willkommen ist, gerade für Sprachen, die jetzt nicht die typischen Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch Sprachen sind. Ja, aber ich glaube, jeder hat schon mal irgendwas in die Hände gehalten, was eine deutsche Übersetzung hat, die vielleicht amüsant oder zumindest etwas überraschend war, sage ich mal, wo man zurückübersetzt ins Englische und dann darauf kommt, was sie eigentlich meinen. Also klar, bei Übersetzungen helfen, auch Deutsch sind wir zwar schon ganz gut an vielen Stellen, wir sind ja auch sehr viel gewohnt, alles ins Deutsche übersetzt zu bekommen, aber auch das braucht Unterstützung. Wie schaut es noch, fällt euch noch was ein, wo Leute mithelfen können? Ich kann gleich noch ein Beispiel hinterher schieben. Ich habe mal eine Interviewserie gemacht mit Leuten, die sich ehrenamtlich oder überwiegend ehrenamtlich für Open-Source-Projekte engagieren und habe die gefragt, was sie an ihrer Tätigkeit am meisten nervt. Und die haben gesagt, das Erste war alles, was so Abrechnungen beinhaltet, diesen ganzen Buchhaltungskram. Und den machen oft tatsächlich die leitenden Figuren, die Top-Entwicklerinnen und Entwickler in dem Projekt, machen gleichzeitig nebenbei noch die Buchhaltung, wofür sie weder ausgebildet sind, noch haben sie da in irgendeiner Form Spaß dran. Aber das ist ihnen so zugefallen, es ist historisch gewachsen. Also tatsächlich auch solche Fähigkeiten sind total gebraucht und notwendig, aber offensichtlich verirren sich sehr selten Menschen mit Buchhaltungskompetenz in Open-Source-Projekte. Ich bin dafür, dass wir das ändern müssen. Das klingt sehr gut. Also auch an alle Buchhalter da draußen, Controller und Co., ihr werdet auch gebraucht. Was ich schon erlebt habe, also ich selbst organisiere auch zum Beispiel eine Konferenz mit rein zum Thema Open Source.
Auch da werden immer Leute gebraucht. Also für alle, die da was mit zu tun haben oder Spaß und Freude dran haben, auch da werden Leute gesucht. Das ist dort eine allgemeine Konferenz, bei der ich tätig war. Aber es gibt ja auch ganz viele Projekte, die Großen, die ihre eigenen Veranstaltungen haben oder also auch Veranstaltungen sind als Projekt. Und auch da wird Unterstützung gebraucht. Vielleicht ein weiteres Thema, wie schaut es denn aus so mit, also wenn ich irgendwas oft benutzen möchte, dann muss ich ja mal gucken, wie funktioniert es. Und das ist mir auch schon aufgefallen. Ich finde dann irgendwelche YouTube-Videos, wo Leute das machen und mir scheint es, dass das auch gar nicht immer die Entwickler sind. Kennt ihr das? Wisst ihr da was? Wer eigentlich das sowas macht? Diese How-Tos und Tutorials? Ich glaube, das macht auch oft die Community einfach. Also das finde ich total schön. Und jedes Mal, wenn ich in ein Open-Source-Projekt reingehe, ist das auch immer eine der ersten Fragen. So, wie groß ist euer sogenanntes Core-Team? Also die Leute, die wirklich über jedes Feature mitentscheiden. Und dann, wie groß sind die Contributors? Contributors sind eben Leute, die irgendwie zuarbeiten, aber nicht unbedingt bei jedem Meeting oder bei jeder Entscheidung mitmachen. Und dann ist aber auch noch dieser größere, ja, diese Bubble von Community, ne? Also die Leute, die auch nicht unbedingt programmieren, aber das Ganze einfach so die größten Fans sind und das über Jahre hinweg einfach aufrechterhalten. Ich habe neulich noch ein Video gesehen zu, ich glaube, das war Audacity, das ist diese Musikbearbeitungssoftware, die auch offen ist. Und das waren Menschen, die waren, ich glaube, in den 70ern, 80ern, also die sind also schon relativ im Rentneralter. Und die sind einfach auf Foren die ganze Zeit unterwegs und beantworten Fragen. Und ich finde das wahnsinnig, es ist einfach klasse. Es ist wirklich wie auch andere ehrenamtliche Tätigkeiten. Die Menschen, die sich dafür die Zeit nehmen und auch wirklich Expertinnen dann von dieser Software sind, das ist absolut, das ist einfach herzerwärmend. Okay, also wir nehmen mit, es gibt wirklich wahnsinnig viel, mit welchen Skills man sozusagen, mit welchen Fähigkeiten man Open-Source-Projekte unterstützen kann, von ordentliche Fehler schreiben über sozusagen ja Dokumentation im weitesten Sinne, How-To-Tutorials zu helfen, gerade wenn man schon eine Software gut kennt. Ich weiß, ich suche sehr häufig, wie mache ich diese eine spezielle Sache. Schönes Beispiel, wir haben vorhin hier überall geguckt, kann man in dieser Software das Kamerabild drehen, damit wir die richtigen Richtungen gucken. Das wäre auch das Erste, wenn es da ein Tutorial für gäbe. Hätten wir es vielleicht gefunden, wenn es kann. Sonst müssen wir einen Feature-Request machen. Also wir haben jetzt schon ganz viel gelernt, wie wir hier helfen können vielleicht und ihnen auch erklären könnten, direkt den Bug-Report. Nicht nur, wir wollen es so rum haben, sondern wir wollen halt in die Richtung gucken, in echt, wie die Leute sitzen und so weiter und so fort. Das heißt, da gibt es viel zu tun und auch wenn man Buchhalter ist, kann man in einem Open-Source-Projekt tätig sein. Wahrscheinlich ist die beste Strategie, wenn ihr helfen wollt und ihr habt ein Projekt, was ihr mögt, geht rein und fragt. Schaut, wenn es so ein Issue-Tracker, wie wir gehört haben, oder so ein Ticketsystem, hieß es genau, gibt, das ist so eine Art To-Do-Liste, habe ich jetzt mal mitgenommen, was man denn machen könnte, wo man helfen könnte. Und sonst fragt. Die Leute sind eigentlich froh um Mithilfe in der Regel. Und vielleicht gibt es ja was, womit ihr helfen könnt. Gut. Ja, jetzt haben wir schon das ein oder andere behandelt. Gerade kam noch so ein Thema auf, das würde mich auch nochmal interessieren, nämlich da hast du, glaube ich, Eileen, gesagt, dass das entschieden wird von zum Beispiel einem Core Group oder anderen. Und da komme ich wieder an meine Idee von vorhin, so eine Gruppenarbeit, ne? Also es ist ja immer noch eine Horde Leute, die was gemeinsam macht. Wir haben gehört, bei großen Projekten sind teilweise Firmen dabei, aber wenn ich verstanden habe, haben die dann auch so 3-4 Entwickler. Das klingt jetzt nicht nach einem großen Projekt, nach dem ganzen Team. Wie einigen die sich eigentlich? Also wir haben ja schon gehört, Rami, so Priorisierung von Leuten, die bezahlen natürlich, aber trotzdem, also jeder hat doch vielleicht seine eigenen Vorstellungen. Könnt ihr dazu was sagen, ob jetzt Entwicklung oder auch die anderen Sachen, wie da überhaupt sich geeinigt und entschieden wird? Ich kann ein ganz kurioses Beispiel bringen. Ich war einmal bei einem Treffen der Internet Engineering Task Force. Das ist ein Treffen, das findet dreimal im Jahr statt. Und an dem man übrigens auch kostenlos übers Internet teilnehmen kann. Also ich kann nur empfehlen, meldet euch da mal für diese digitale Teilnahme an und schaut es euch an. Das ist hochgradig faszinierend. Da werden nämlich unglaublich wichtige Dinge für das Internet entschieden, nämlich
die Standards und Protokolle, also quasi die Regeln, nach denen die einzelnen Bauteile und Anwendungen im Netz so miteinander kommunizieren und sich Dinge und Daten übergeben oder aufeinander reagieren. Und da entwickeln Menschen sogenannte RFCs, Request for Comments, wo sie also zum Beispiel ein neues Protokoll vorschlagen, das könnte so und so funktionieren, oder eine Änderung an einem bestehenden Protokoll vorschlagen. Und da sitzen dann Menschen im Raum und hören sich das an, und dann wird abgestimmt, indem die Menschen summen. Und da sitzen also überwiegend, tatsächlich sind überwiegend Männer vor Ort. Und dann hört man, da wird dann aufgefordert, also wer meldet sich jetzt, wer stimmt für Ja? Und dann sagen alle, die für Ja sind. Der Hintergrund ist, dass man nicht summen, also man kann quasi nicht übermäßig laut summen. Klatschen kann man so ein bisschen manipulieren, da kann man enthusiastischer sein. Summen ist relativ geregelt. Und das ist tatsächlich ein sehr kurioses Bild, wenn dann so ein Raum voll gestandener Ingenieure, Programmierer, Programmiererinnen da auf einmal anfängt, sich anzuhören wie so ein Hummelnest oder ein Bienenschwarm. Okay, Abstimmung durch Summen. Schön, das nehme ich mal mit für meinen nächsten Telcos. Aber da hast du jetzt gesagt, da ist immer noch ein Gremium, jeder kann mitmachen und dann hat jeder Meinung gleich viel Gewicht. Und machen das jetzt alle Projekte so? Oder gibt es auch wo einer sagt, so, das ist meins, ihr macht jetzt, was ich sage? Aini nickt. Rami hat sich gerade unmuted. Ich dachte, er wollte jetzt sagen, so, ich bin ein wohlgesunder Diktator und möchte. Nein, also es gibt tatsächlich unterschiedliche Modelle. Es gibt durchaus Projekte, wo wirklich eine Person das ins Leben gerufen hat und immer noch mehr oder weniger die ganze Kontrolle über das Projekt hat. Und manchmal, ja, for better or worse, würde man sagen. Manchmal sind es wirklich tolle Entscheidungen, die getroffen werden, und manchmal eben auch nicht. Aber das sind dann so diese Modelle. Andersrum gibt es auch Modelle, wo es ein Komitee oder eine Board gibt, wo eben ein Gremium irgendwo da ist, das nochmal übergeordnet noch extra Macht hat, über bestimmte Sachen zu entscheiden. Oft ist es aber auch so, dass die ganze Community abstimmen kann. Also es gibt da durchaus unterschiedliche, auch durchaus sehr, sehr kreative Lösungen, würde ich sagen. Aber ich würde nicht behaupten wollen, dass es ein gelöstes Problem ist. Es ist wirklich durchaus auch so, dass sehr viele Konflikte entstehen und Entscheidungen nicht getroffen werden, beziehungsweise es werden mehrere Entscheidungen getroffen und dann folgt sozusagen sich das Projekt. Das heißt, es geht auseinander, man kommt nicht mehr zusammen, aber zum Glück ist ja alles Open Source. Das heißt, die eine Truppe kann dann darauf weiterbauen und die andere dann auf der anderen Version. Das funktioniert auch, aber ja, ich weiß nicht, Governance Models, es ist ein schwieriges Thema. Ja. Klingt ein bisschen wie die Weltpolitik. Es gibt einmal alle Modelle und alle haben Vor- und Nachteile. Okay, ich glaube, wir haben jetzt schon ganz, ganz viel allgemein über Open und auch Open Source gesprochen und die verschiedenen Sachen. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, wäre ein bisschen bei euch in eure privaten Hintergründe zu gehen. Ihr habt ja natürlich schon vieles angedeutet, aber meine Frage wäre jetzt so, also wie seid ihr eigentlich in diese Bereiche gelandet? Also vielleicht, Rami, darfst du jetzt mal erzählen? Ich meine, bei dir ist es vielleicht noch ein bisschen klassischer. Ach, ich weiß es gar nicht so genau. Das ist jetzt, wie bin ich eigentlich im Open-Source-Bereich gelandet? Ich bin relativ früh mit Computern in Kontakt gekommen und habe so mit 11, 12 Jahren angefangen, so ein bisschen an Webseiten rumzubasteln und habe mich dann so über die Jahre da immer tiefer eingegraben. Und natürlich ist irgendwie diese Open-Source-Welt natürlich wesentlich zugänglicher als alles andere. So, da kann man sich Dinge abschauen und da ist ein relativ, also wenn man jetzt als Hobbyist in die Softwarewelt reinkommt, ist das ein relativ natürlicher Anstiegspunkt. Wenn man jetzt irgendwie Schulabschluss macht und dann macht man eine Ausbildung bei einem traditionellen Softwarehaus, dann mag das anders sein. So, ne? Dann kommt man aus einer anderen Richtung da rein. Aber wenn man so aus eigener Kraft da in diese Welt springt, dann landet man mehr oder weniger automatisch in dem Open-Source-Bereich. So, und dann ist das irgendwie das Normale.
in dem man erstmal ist. Und dann ist es auch erstmal normal, dass Sachen, die man selber macht, man dann auch eben so veröffentlicht oder macht so. Also das, die Frage hatte sich selten so richtig gestellt. Später dann mehr, klar, also wenn man jetzt ein größeres Projekt beginnt und vielleicht auch im Hinterkopf hat, so damit würde ich kein Geld verdienen, klar, dann überlegt man sich das dreimal, ob das jetzt wirklich der Weg ist, den man gehen will. Aber so am Anfang war das irgendwie ja so, ja, wie man das halt macht. Aber du bist ja dabei geblieben. Also gab es da Argumente für dich, wo du gesagt hast, ja, aus den Gründen, ideologischen oder so, möchte ich dabei bleiben? Oder hast du doch ab und an gedacht, naja, in der Industrie gäbe es ja vielleicht auch ein gutes, festes Gehalt, statt dass ich das für frei mache und darauf angewiesen bin, dass Leute... Also ja, gut, also ganz so ist es ja nicht. Und das hat bei mir alles so nebenbei angefangen. Ich habe mir nicht gesagt, so, ich mache mich jetzt ab morgen selbstständig und versuche von Open Source Software zu leben, sondern das war ein sehr, sehr gradueller Prozess. Ich habe davon am Anfang nicht gelebt und leben müssen, sonst hätte das wahrscheinlich auch nicht funktioniert. Es war oft einfach durch den Kontext, in den das Ganze eingebettet war. Also Pretix ist entstanden, weil ich selber Veranstaltungen organisiert habe. Bei diesen Veranstaltungen ging es auch wieder um Open Source. Es wäre jetzt irgendwie lächerlich gewesen, aus diesem Kontext heraus ein Ticketsystem zu bauen, das nicht Open Source wäre. So, das war halt eine Grundanforderung, damit ich überhaupt das für meinen eigenen Anwendungsfall nutzen kann. Die Frage hat sich später doch immer wieder gestellt, Open Source, nicht Open Source. Wir machen es ja bei uns so, wir verkaufen ja Zusatzmodule zu unserem System, die nicht Open Source sind. So, und so gesehen haben wir die Frage mehrfach im Jahr, so, wir haben jetzt hier was Tolles, Neues gebaut, veröffentlichen wir das als Open Source oder nicht? Da spielen viele verschiedene Argumente rein. Für uns ist es so, dass wir profitieren davon, dass wir Open Source Software machen, in vor allem Weisen, die einen nicht so auf den ersten Blick einfallen. Ne? Also ich habe vorhin dieses Vertrauensding erzählt, so wir können jemandem sagen, so du musst dich nicht darauf verlassen, dass wir als Firma überleben, die Software ist da und du kannst sie irgendwie weiter nutzen. Vielleicht wird es dann komplizierter, vielleicht musst du dir dann jemand anderen suchen, der sich drum kümmert, aber es gibt irgendwie einen Weg vorwärts. Die Open Source Community, die das toll findet, dass wir Open Source sind, die bringt uns viel weiter. Es ist für uns ganz wichtig bei der Personalsuche. Ne? Also wir haben immer wieder jetzt Leute eingestellt über die letzten Jahre. Wir sind jetzt ein Team von 11 Leuten und davon, dass es schwer ist, Leute zu finden, merken wir nichts. Also angeblich ist es ja sehr schwer, Softwareentwicklerinnen und Softwareentwickler zu finden und andere Leute so. Wir haben immer genug Bewerbung, weil es genug Leute gibt, die das cool finden, dass wir das Open Source machen. So. Also das ist jetzt, sind jetzt so diese Second-Order-Effekts quasi, dass wir tatsächlich, dass jemand bei uns Code beiträgt in signifikantem Umfang, ist vergleichsweise selten. Und vom Umfang her zwar, das ist immer schön, wenn das passiert, aber hätten wir jetzt auch selber machen können, so wenn wir es hätten gebraucht hätten. So, das ist jetzt weniger das entscheidende Merkmal. Für uns bei Pretix, das ist natürlich irgendwie ne, sehr, sehr anwendungsfallspezifisch. Okay. Hier kommt gerade eine Frage an dich rein. Ich muss nämlich zurück, weil es so eine nette Diskussion und Gesprächsrunde mit euch war. Wir haben ein Live-Publikum, wunderbar. Wir haben ein Live-Publikum, genau, es hören uns Leute zu. Aber die Frage ist noch nicht ganz zu Ende getippt. Und die anderen habe ich vorhin etwas, ich muss zugeben, ich war einfach zu integriert. Aber ich versuche die jetzt mal zu Ende zu stellen, auch wenn die schon wieder verändert wird, die Frage, während ich sie versuche vorzulesen. Und zwar kommt die Frage, ob es möglich wäre, solche kommerziellen Module, wie du sie genannt hast, also diese einzelnen, die nicht frei sind, sozusagen frei zu kaufen. Also, dass die dann Open Source werden, dass jemand sozusagen sagt, das finde ich gut, das sollten alle haben. Das ist eine Frage und die stellt sich auch immer wieder, nicht weil jetzt jemand sagt, hier, wir würden euch gerne mit Geld bewerfen und das freikaufen, sondern weil es Situationen gibt, in denen es vielleicht auch
ganz nützlich wäre, die zu haben. Das ist schwierig, weil das mit dem, dass wir Module entwickeln, die nicht Open Source sind, das hat dann auch wieder verschiedene Gründe. Also der Punkt, wir verkaufen dir jetzt einmal alles, was wir da an Arbeitsleistung reingesteckt haben, der ist natürlich der eine, aber wir verlieren natürlich einen strategischen Vorteil damit. Und vor allem verlieren wir einen strategischen Vorteil gegenüber anderen Interessenten, die sagen, oh, da ist ein Open-Source-Projekt, ich nehme mir das mal und verdiene da jetzt auch Geld mit. Die aber, was ja im Open-Source-Gedanken erstmal okay ist, ne? Wenn jemand anders sagt, dieses Projekt ist toll, ich will damit auch Geld verdienen, dürft ihr machen. Es gibt auch andere Leute, die mit unserer Software Geld verdienen. Könnte ich spontan 4, 5 aufsagen. So. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber diese... Es handelt sich dann im konkreten Fall oft um Leute oder Organisationen, die haben überhaupt gar kein Interesse daran, dass das als Open-Source-Projekt weitergeht. Das heißt, wenn die jetzt mit unserer Software uns unseren Markt wegnehmen, dann sind wir als Firma nicht mehr überlebensfähig und dann, weil diese anderen Player das nicht als Open-Source-Projekt fortsetzen würden, dann wäre auch das Open-Source-Projekt zu Ende. So. Das heißt, das ist eine schwierige strategische Balance, die nicht... Also die, wenn wir alles freimachen würden, das ist dann, jetzt kommen wir wieder tief in diese Lizenzthematik oder so, aber es ist nicht so einfach, wie dass man uns einfach nur die Zeit bezahlen müsste, die wir da reingesteckt haben, sondern wir gehen halt ein strategisches Risiko, damit ein, das am Ende natürlich primär ein wirtschaftliches Risiko für uns als Firma, aber sekundär ein Existenzrisiko für das Open Source Projekt als Open Source Projekt ist. Okay. Ich glaub, also auch Open Source ist in der Marktwirtschaft irgendwo und muss da damit auch klarkommen, ja. Genau, und konkurrieren. In einer idealen Welt, wo das nicht wäre, sähe das vielleicht anders aus. Aber ich glaube, das beantwortet die Frage soweit erstmal. Ich glaube, wir könnten uns da noch wirklich in Details verlieren, aber dann könnten wir auch ein komplettes Debate nur über diese Thematik zwischen spezieller Open Source machen. Deswegen würde ich auch sagen, ich denke, das ist damit beantwortet und würde nochmal zurückkommen und jetzt vielleicht mal zu Elisa wechseln, nämlich zurück zu der Frage, mit der wir auch gestartet waren bei Rami, nämlich wie bist du eigentlich in dem Open Source Bereich überhaupt gekommen? Für alle, da kamen wir eigentlich her. Das sollte jetzt nicht heißen, das war super spannend und wichtig. Aber jetzt wollen wir mal einen anderen Weg hören. Wie sah das bei dir aus? Ja, bei mir kam das tatsächlich über mein Studium und die Wissenschaft, denn also viel Open-Source-Software entsteht ja durchaus auch so im akademischen Kontext, weil da ja auch, zumindest im besten Fall, so der Gedanke von gemeinsamem Wissen erschaffen, das dann eben auch bleibt und nicht verschwindet, wie Rami auch gesagt hat, wenn man selber sich dem Thema nicht mehr widmet. Und habe da vor allem so also Programme für Geodaten, also GIS-Anwendungen und so genutzt. Dann später auch Statistikprogramme wie R, um Daten auszuwerten, bis hin dann zu offen implementierten Algorithmen für maschinelle Lernverfahren. Also ganz, ganz viele Sachen. Und der Grund war vor allem, weil weder ich noch mein Institut Geld hatten und uns die professionellen Software überhaupt nicht leisten können. Denn im professionellen Bereich sind die ja sehr schnell sehr, sehr teuer. Also SPSS kostet einfach ordentlich Geld, also die Statistiksoftware. Und das heißt, am Anfang stand tatsächlich so ein bisschen der ökonomische Zwang, aber relativ schnell habe ich auch gemerkt, dass, was wir auch gerade schon so ein bisschen angeschnitten haben, dass es für Open Source Anwendungen oft ein ganzes, wie so ein Mini-Biotop gibt, in dem es Tutorials gibt, in dem es How-Tos gibt, wo es User Groups gibt, die sich treffen und austauschen. Und das hat, finde ich, eine ganz andere, also es ändert so ein bisschen das Selbstverständnis, mit der ich diese Werkzeuge genutzt habe. Und das finde ich tatsächlich bis heute immer noch das Spannendste am Umgang mit Open Source. Es ändert auch was in mir. Und so kam ich dahin und die Faszination aus diesen frühen Tagen hat mich bis dahin nicht mehr losgelassen. Okay, aber spannend nochmal den Aspekt, dass in der Forschung Open Source auch eine große Rolle spielt. Bei Tools, das heißt, da wird auch, also du hast jetzt Tools genannt, die benutzt wurden, aber du hast gesagt, da wird auch Open Source geschrieben. Also da geht es nicht nur um die Nutzung aus ökonomischen Gründen, sondern es wird auch viel produziert. Das jetzt nur für du hast jetzt den Geo-Bereich genannt, oder ist das in der Wirtschaft,
so ein Blödsinn in der Wissenschaft, eine allgemeine Sache, dass da Software entsteht. Also wahrscheinlich nicht in allen Wissenschaften. Ich habe auch nicht alles studiert, was man so studieren kann. Das heißt, da fehlen mir so ein bisschen die Einblicke. Aber es ist natürlich schon so, dass nach wie vor viel Software tatsächlich entwickelt wird im akademischen Bereich und dann eben unter einer freien Lizenz bereitgestellt wird. Was ich auch ganz spannend finde, es gibt ja in der Wissenschaft dieses Veröffentlichungsgebot als Open Access von Forschungsergebnissen, aber gleichzeitig gibt es einen Zwang dazu, digitale Ergebnisse wirtschaftlich zu verwerten. Also da gibt es eine gegenläufige Incentivierung tatsächlich im Wissenschaftsbereich. Insofern bin ich mir jetzt gar nicht sicher, wie da der aktuelle Stand ist, ob es dann nicht auch einen Hang hin zu der Förderung von Wirtschaftsmodellen auf proprietärer Basis ist. Das finde ich tatsächlich ganz spannend, mir mal anzugucken. Kann ich so nicht beantworten. Aber ich weiß, dass allein auch aus diesen Kollaborationsgedanken, also das waren ja auch so ein bisschen die Anfänge von digitaler Technologie und auch vom Internet an den Unis, dass die Leute sich einfach Code-Schnipsel hin und her geworfen haben, damit sie da zusammen dran arbeiten können. Und ich glaube, der Geist hat den Laden nie ganz verlassen und das ist auch gut so. Vielleicht kann ich da selbst mal ein bisschen Hintergrund liefern. Ich weiß ja, warum ich meine Fragen stelle. Und zwar, Teil der Open-Source-Lizenzen zum Beispiel kommt auch aus dem akademischen Teil oder ein guter. Die wurden dort erst erfunden. Zum Beispiel eine, die heißt auch MIT. Das heißt nicht zufällig genauso wie die ehrwürdige Institution. Und es ging eben darum, das sollen alle benutzen können und alle sollen damit arbeiten können mit diesem Ergebnis, damit nicht jeder seine eigene Lösung baut, sondern bitte alle das nehmen, damit eben auch die Forschung weiter damit arbeiten kann und nicht eben immer das von den Industriepartnern oder der Industrie das vorgibt. Deswegen sollte es auch frei sein. Und weil ich mich selbst mit dem Thema auch beschäftige, ist es so, dass in der Forschung mittlerweile fast in allen Bereichen irgendwie Software geschrieben wird, sei es kleine Analyseskripte, Statistikanalysen. Daten fallen ja fast überall an. Das ist wirklich weit verbreitet. Open Source ist nicht alles, auf jeden Fall bei weitem nicht, aber es verändert sich. Es wird auch, also war schon immer wichtig, aber ist momentan auch was noch mehr Schwung aufnimmt, weil diese Softwareprojekte auch einfach immer größer und komplexer werden. So viel aber jetzt von mir selbst zum Einwurf. Ich wollte das zumindest noch ergänzen, wenn ich schon die Frage stelle, unfairerweise, ohne vorherige Absprache. Dann Aber jetzt würde ich gerne von Aileen hören. Wie hast du es denn hingefunden mit deinem, also auf jeden Fall schon mal nicht klassischem Studium der Informatik, was davor stand, sondern eben deinem eigenen Weg. Das stimmt, ja. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich hatte Logik studiert und dann wollte ich auch weitermachen mit einem PhD. War dann aber auch so in dem Moment, ach Mensch, das, was ich tue, interessiert vielleicht viele Leute auf dieser Erde und wusste nicht so richtig, sollte ich doch weiter Wissenschaft machen oder vielleicht doch was Nützliches. Und bin dann aber auch sehr schnell hier in diese Ecke reingerutscht, glaube ich. Auch weil das ideologisch irgendwie für mich ja einfach sehr, sehr vertretbar war. Ich bin so die Generation, die mit Wikipedia aufgewachsen ist und schon immer glaubte, so wenn mir, also wirklich dieser Optimismus, der dabei herrscht. Ne? Also wenn Leute aus aller Welt sich zusammenfinden und gemeinsam was online machen, dann wird es schon gut sein. Inzwischen haben wir auch gemerkt, es gibt durchaus Beispiele, die das Gegenteil beweisen, aber doch, also durchaus schon, dass ja, Open Source offenes Wissen und aber auch Transparenz, das waren einfach Sachen, die ich sofort unterschreiben würde. Warum ich aber im Design sozusagen weitergemacht habe, das war tatsächlich, nachdem ich gemerkt habe, wenn die Frage ist, warum ist nicht alles Open Source, ne, ist wirklich, dass es, was ich schon gesagt habe, dass eben sehr viele Menschen eher die Softwareentwicklung im Vordergrund sehen und nicht so sehr den anderen Teil und Sachen einfach wahnsinnig, ja, schwer sind und nicht so toll aussehen. Leute wollen das im Prinzip alle nutzen und dann in den ersten 5 Minuten sagen sie, nein, das ist viel zu unzugänglich. Und dann habe ich gemerkt, so, aha, da lasse ich doch noch was machen. Und deshalb bin ich auch so in dieser Rolle jetzt unterwegs, dass ich eben ein bisschen hier und da schaue, wo ich helfen kann und einfach Prozesse einleite, beziehungsweise einfach Icons zusammenstelle. Okay, also da lag ich zumindest nicht falsch, dass es auch dazu gehört. Gut, ja, spannend. Also doch
so ein bisschen Ideologie und sich damit aber auch wohlfühlen und den Konzepten gehört dazu. Aber es funktioniert halt auch. Und hier gibt es jetzt so die ersten Fragen, die ich dann doch jetzt mal nutzen möchte, um die euch zu stellen. Mal schauen, ob ihr Fragen habt, Antworten habt, Entschuldigung, Fragen. Und zwar die erste ist, wo finde ich eigentlich Open-Source-Projekte, die Hilfe suchen, wenn ich jetzt nicht sage, ich habe mein Lieblings... Also natürlich kann ich bei meinem Lieblingsprojekt sozusagen starten oder erstmal rausfinden, ob meine Lieblings-Apps vielleicht Open-Source sind, aber gibt es da vielleicht auch irgendwo, wo ich das finden kann? So, wer bräuchte Hilfe? Kennt da jemand was? Darf ich sofort ja. Design reinwerfen? Tatsächlich auf opensourcedesign.net/jobs. Das klingt jetzt, also Jobs klingt nach Stellenangebot, ist es aber nicht. Es ist einfach eine Sammlung von Design-Tickets sozusagen, die unterschiedliche Projekte zusammengestellt haben, die sagen, entweder, wie gesagt, wir brauchen Icons oder die sagen, wir haben das hier gebaut und wir suchen Tester oder so. Also das gibt es durchaus. Ja, und man muss nicht mitmachen als Designer, Designerin, sondern man kann einfach auch so mal ausprobieren, was man gerne machen möchte. Okay, das ist ja schon mal super. Kennt noch jemand was? Ich kann nur sagen, es lohnt sich auch immer, den Lieblings-Open-Source-Projekten auch mal auf Twitter zu folgen oder eine Newsletter zu abonnieren oder so, denn da werden die euch wissen lassen, falls sie mal sowas machen wie so ein User-Sprint, also mal Leute einladen und die auch quasi zu beobachten, wie sie ein Produkt nutzen, ob sie das so nutzen, wie es genutzt, wie die Entwicklerinnen und Entwickler denken, dass es tatsächlich genutzt wird. Das ist immer ganz spannend, das ist ein sehr lustiger Prozess, wie ich finde, kann ich jeder nur empfehlen. Und da erfahrt ihr natürlich auch, was so Überlegungen sind oder was so Neues passiert und hilft vielleicht auch nochmal so ein bisschen mehr zu verstehen, wie Leute hinter dem Projekt ticken. Okay, sehr schön. Rami, du weißt du was? Oder? Also ich muss zugeben, ich kenne auch nichts. Es gibt verschiedene Webseiten, die sowas sammeln. Open-Source-Projekte, die Hilfe suchen. Aber ich habe mehr als 3 Jahre nicht mehr mit solchen Websites interagiert. Deswegen würde ich mich jetzt nicht trauen zu raten, welche davon noch existieren und wie die genau heißen. Es gibt Seiten, die das sammeln, so Übersichten. Eine, ich guck mal gerade, ist hier noch GPs Up for Grabs. Die hatten einfach so, also da ging es schon dann mehr um Code, glaube ich. Also das war quasi so, hier sind eine Liste von tausenden Fehlern in zehntausenden Projekten, die Hilfe brauchen, dass sich das mal jemand anguckt. So. Es gab aber noch mehr so Seiten und sicher auch welche, die nicht nur auf Code fokussiert sind. Genau. Ja, und ansonsten... Vielleicht noch als allerletzte Ergänzung. Natürlich, je nachdem, ob eure finanzielle Lage das erlaubt, könnt ihr natürlich auch Open-Source-Communities finanziell unterstützen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Plattformen. Das ist zum Beispiel LiberaPay, auf Open Collective gibt es Communities, die einfach sagen, so dass, da kann man zum Beispiel auch lustigerweise Feature-Requests stellen und dann, wenn andere sagen so, oh ja, das will ich auch, dann wirft man da zusammen Geld in den Topf und vielleicht klappt es dann ja doch mit der Umsetzung. Genau, also auch das natürlich. Ne? Ihr müsst nicht nur Zeit oder könnt nicht nur Zeit reingeben, sondern einfach auch andere Arten von Ressourcen. Genau, und zuletzt in der Art gibt es auch immer wieder Kampagnen, die sich zum Beispiel für Open-Source-Nutzung einsetzen. Also vielleicht ist das nochmal eine ganz andere Ebene, jetzt weniger konkret Projekte zu unterstützen, aber oder auch eben Open-Source mehr Standard zu machen, zum Beispiel in der Wissenschaft, aber auch in anderen Bereichen, wo man manchmal auch schon einfach mit einer Unterschrift helfen kann, weil das dann einfach auch bedeutet, dass zum Beispiel von entweder in der Forschung, aber auch in der zum Beispiel im Government-Bereich, also im Sinne von hier in Deutschland, Open Source mehr genutzt wird und dann das natürlich auch bezahlt und finanziert wird, was wiederum heißt, dass Projekte gut funktionieren können, wenn sie dort eingesetzt werden. So, aber wir haben noch 1-2 Fragen. Eins wäre, ob jemand von euch Beispiele kennt von wichtigen OS-Projekten, die nicht fortgeführt wurden. Also wo mal irgendwann es wirklich auseinandergebrochen ist, beziehungsweise zweiter Teil der Frage, hilft Open Source nicht, dass andere ein Projekt weiterführen kann, wenn es wichtig für viele war?
Ich würde mal sagen, ich kenne Beispiele, wo Software, die bisher Open Source war, bisher kommerziell war oder proprietär, dann sozusagen gesagt wurde, wir machen das nicht mehr weiter, wir open sourcen das, hier hat es die Community, macht mal. Und umgekehrt. Wo Firmen auch ein Open-Source-Projekt übernommen haben und gesagt haben, wir machen das jetzt, uns geschlossen haben. Also diese Wege gibt's. Aber kennen wir so Projekte, die irgendwie durch Open-Source gerettet wurden, sage ich mal? Hat da jemand die Frage nicht umgekehrt? Vielleicht habe ich die Frage falsch verstanden. Ich dachte, die Frage war umgekehrt. Die Projekte, die wirklich verschwunden sind. Ach so, ja, das ist der erste Teil. Das ist der erste Teil. Ja, genau. Frage, ja. Also so richtig wichtige Projekte fallen mir jetzt nicht ein. Das mag ja in der Natur der Sache liegen, weil wenn sie verschwunden werden, dann denkt man vielleicht auch nicht mehr dran. Aber ich kenne es aus meinem Alltag, passiert das. Also es passiert immer wieder, dass wir dass ich eine Softwarekomponente nutze. Das sind dann meist eben so die weniger sichtbaren Sachen. Und dann ist dann seit 2012 nichts dran passiert und dann ist da was kaputt und da ist keiner mehr zu erreichen. Mir fällt auch mindestens ein trauriger Fall ein, wo ein Tool, das wir täglich benutzen quasi, das ist seit 2014 nichts mehr passiert, Entwickler verstorben, niemand hat das Projekt übernommen. Das ist jetzt halt in dem Zustand, in dem es ist und da wird sich auch nichts mehr tun, außer irgendwann sagt jemand so, ich habe da jetzt genug Lust drauf, dass ich das forke und eine neue Version unter anderem Namen von mache, weil der kann das ja jetzt auch nicht mehr übergeben oder so. Okay. Mir fällt ein Produkt, das ich selber genutzt habe, hier TrueCrypt, ne? Also ein relativ weit verbreitetes Festplattenverschlüsselungsprogramm, das nicht mehr weitergeführt wurde und nicht mehr unterstützt wurde. Und wo es dann aber so eine Art Fork gab, die das weitergeführt hat. Okay. Also hier haben wir jetzt, also das war auch der zweite Teil der Frage, war so ein bisschen gestellt, ob Open Source nicht hilft, dass andere das Projekt weiterführen können. Also prinzipiell schon. Allerdings idealerweise, wenn ich das richtig rauslese, gibt es halt noch eine richtige Übergabe und sonst muss das einfach mitgenommen werden. Okay, hier gibt es noch eine weitere Frage, sehr interessant. Gibt es Beispiele, wo Open-Source-Software zweckentfremdet wurde und für moralisch fragwürdige Zwecke eingesetzt wird, zum Beispiel im militärischen Bereich? Und wie kann man seine eigenen Kreationen dagegen schützen? Oder kann man das überhaupt? Das ist natürlich was, was viele interessiert. Kann nachher meine Software von irgendwem für was benutzt werden, was ich nicht gut finde? Vielleicht gerade jetzt Militär mal als erstes Beispiel. Hat da jemand eine Antwort? Also oft weiß man es vermutlich einfach nicht, weil das Militär redet ja jetzt nicht so gerne so viel darüber, was sie machen. Aber es gibt diese Beispiele ganz, ganz sicher. In diesem Panzer sind folgende Open-Source-Komponenten verbaut. Ja, wenn man einen Panzer kauft, wird man dieses Handbuch auch sicherlich kriegen. Aber das ist halt meist schwer, da jetzt so öffentlich dran zu kommen. Es gibt Projekte, die Lizenzen haben, in denen steht, du darfst diese Software benutzen, außer du bist Militär oder ein Geheimdienst. Der klassische Definition von Free Software und Open Source würde sagen, das ist dann kein Open Source mehr. Also ne, es gibt zwei populäre Definitionen. Die eine ist von der sogenannten Open Source Initiative, die OSI-Definition, die andere ist von der Free Software Foundation. Beide dieser Definitionen würden sagen, ja, das kannst du schon so machen, dann ist es halt keine freie Software, kein Open Source mehr. Das ist am Ende natürlich Wortglauberei. Du kannst das natürlich trotzdem machen, du kannst viele der Eigenschaften, auf die wir heute Abend eingegangen sind, natürlich dann trotzdem in dem Projekt haben. Das heißt, schützen können wir es jetzt nicht. Das ist nicht möglich. Das heißt, wenn ich richtig Open Source mache nach der Definition von diesen zwei Organisationen, dann muss ich damit auch leben, dass ich auch anderen die Freiheit gebe, damit was zu machen, was ich nicht gut finde. Ja und nein. Ich glaube, es gibt einfach andere Methoden, das auch zu machen. Ich bin selber auch sehr, sehr viel bei Dezentralisierungssachen unterwegs und da ist auch immer die Frage, die Menschen, die auf
wie in größeren sozialen Medienplattformen geblockt werden, die gehen dann alle zu diesen dezentralen Lösungen. Und dann ist natürlich immer die Frage, so, ja, das sind ja vor allem Rechtsradikale und Nazis und wir wollen ja eigentlich gar nicht irgendwie Software bauen für diese Zielgruppen. Und ich sage dann auch immer, ja, wollen wir nicht, klar. Aber natürlich, dieser Grundsatz von Open Source ist sehr, sehr eigentlich klassisch liberal, ne, in diesem Sinne, dass eben auch alle das nutzen sollen. Aber es gibt da andere Methoden, einfach auch kreativ zu werden, wie man Zielgruppen, die vielleicht unerwünscht sind, einfach auch davon abhält, dort zu sein. Und das kann man designtechnisch auch ganz gut lösen, wie zum Beispiel, wenn man Interfaces baut oder auch Wörter nutzt, die eben zum Beispiel Nazis nicht gefallen würden. Ne? Also es gibt durchaus da andere Wege, das auch zu machen. Das muss jetzt nicht unbedingt die Lizenz sein, glaube ich. Okay. Ich hab eine kleine Geschichte auf so einer eher individuellen Ebene, die mir Entwickler von einer Kommunikations-App erzählt haben. Deren Code wurde von einer dritten Person genommen und quasi unter einem anderen Namen einfach vermarktet als ein super sicheres Security-Produkt. Und die haben sich das so angeguckt und dachten, na gut, also den großen Reiber macht er jetzt nicht, soll er mal machen. Und dann hat der aber die Implementierung von dem Verschlüsselungsalgorithmus verbockt in seiner geklauten Kopie. Und dann sind sie eingeschritten und haben gesagt, also solange das noch gut funktioniert und da keine Leute in Gefahr sind, ist das mein Geh mit Gott, aber geh. In dem Moment, wo dann tatsächlich quasi auch dieses Sicherheitsversprechen gebrochen war, da ein technischer, massiver Fehler vorlag, sind sie eingeschritten und haben es geschafft tatsächlich, dass dieser Code auch depubliziert wurde und das Produkt auch depubliziert wurde. Also es gibt dann schon auch Mittel und Wege. Ich glaube tatsächlich, dass viele sich gar nicht so sehr auf diese ersten Regelverstöße so einschießen, sondern wirklich eher denken, erst dann, wenn es wirklich harmful wird. Okay. Gut. Das war's, was an Fragen reingekommen ist. Ich würde sagen, wir haben auch mittlerweile Open Source und auch die Aspekte, also vieles davon ist natürlich übertragbar in viele der anderen Bereiche, auch wenn wir uns jetzt sehr auf Open Source fokussiert haben, ist das doch sehr, sehr analog zu den anderen Bereichen, beziehungsweise wir haben ja auch offene Standards oder eben auch Open Source Design angesprochen und ich würde sagen, wir haben das jetzt sehr ausführlich beleuchtet. Ich würde einfach jedem von euch nochmal die Chance geben, ein kleines Schlussstatement zu machen, so ganz ohne Vorwarnung. Und ja, wer traut sich zuerst, trotz Unvorbereitetheit? Hand hoch. Oder einfach unmuten. Ich fange mal an mit was völlig unqualifizierten Leute. Ihr nutzt ohnehin schon Open Source, macht das bewusst dann noch ein bisschen mehr. Sehr schön. So, wer möchte als nächstes? Aileen? Ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen sich, also nicht nur Open Source nutzen, sondern sich auch bei der Entwicklung von Open Source beteiligen und nicht nur als Programmiererinnen. Genau, auch der Buchhalter ist gefragt. Rami? Und mir wird fast schon reichen, wenn mehr Leute wissen, was das überhaupt ist und es zu schätzen wissen. Also geht und erzählt euren Freunden, aber... Genau, also ich hoffe, ihr habt was mitgenommen, was Open Source ist, was diese ganzen anderen Sachen ist, dass es uns überall umgibt, dass jeder eigentlich helfen kann und dass es eigentlich eine wahnsinnig tolle Community sein kann, die dahinter steckt, die auf eure Mitarbeit auch angewiesen ist und wovon wir alle als Gesellschaft auch profitieren, denn es ist einfach eine Freiheit, die wir haben, wir sind nicht auf große Firmen angewiesen, wir können Dinge damit tun und eigentlich tun wir damit schon alle ganz tolle Dinge, weil alles um uns rum ist eigentlich Open Source. Und damit bedanke ich mich nochmal ganz, ganz, ganz herzlich bei Aileen, Elisa und Raphael. Es hat wirklich ganz viel Spaß gemacht mit euch. Ich bedanke mich bei allen, die im Stream zu hören und auch schon mal in die Zukunft bei allen, die dieses Video hören können. Und natürlich bei dem ganzen Tech-Team, was hier dahinter steht. Und trotz einem kleinen Anlaufschwierigkeiten heute am früheren Abend das Ganze jetzt doch noch auf die Reihe bekommen haben. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen,
Unterstützt Open-Source-Projekte, aber unterstützt auch vielleicht Kadus, die das hier auf die Beine stellen und eben ganz, ganz, ganz viel mehr. Denn auch wenn die schon mit Open-Tech in allen Bereichen ganz viel leisten und ihnen natürlich unterstützt wird, auch weil es eben nicht teure Lizenzen bedarf, brauchen sie auch sonst eure Unterstützung. Das heißt, wenn ihr es euch leisten könnt, unterstützt sie oder schaut einfach mal im Makerspace vorbei, sobald das nach Corona wieder geht, oder meldet euch einfach bei denen per Mail oder Twitter, fragt, ob sie Hilfe brauchen, denn auch da gibt es immer was zu tun in allen Bereichen und da ist es definitiv nicht nur Code, sondern da gibt es ganz, ganz viel anderes. Und damit verabschiede ich mich und bedanke mich, dass ich hier das moderieren durfte. Tschüss!